Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Was wollten wir eigentlich heute machen? Ich glaube, wir wollten etwas rumfliegen und die Lage checken und unsere Bergbaugeräte aufstellen, dass wir hier noch ein bisschen was Sinnvolles rauskriegen aus diesen Planeten. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht es eigentlich unserem Beet? Was machen die da hinten, die beiden? Ah ja, die zappeln. Ah, ich komme nicht hin, wahrscheinlich ist es zu weit. Ich könnte natürlich mal 240 Meter, das schaffe ich. So, ich denke mal, der ist weg, ha? So, dann flitzen wir mal hin. Mal sehen, ob das... Nö, die sind noch gar nicht weg. Also der Rauch ist total weiß. Hier ist aber was los. Ich weiß gar nicht, ob ich hier bin. Also, hatte ich schon mal gesagt, ne? Das mit diesem Rauch und den Flammen und so weiter aus so einer Pistole, das ist Quark. Also man schießt ja quasi ins Leere. Oder ins irgendwo hin und hofft, dass es trifft. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Gut. Der noch, hm? Der noch, komm. Sind doch ganz schön robust, die Dinger eigentlich. Halten ein ganzes Magazin von dieser epischen Pistole aus, ja. Nicht schlecht. So, aber eigentlich wollte ich ja nochmal nachschauen nach den Beeten. Das ist okay, die sind jetzt noch nicht gewachsen. Und wir machen jetzt los. Das Einzige, was ich jetzt überlege, ist, ich habe ja jetzt die Geschütze ausgeschaltet und die müsste ich ja anmachen. Sonst ist das ja sinnlos, weil wenn die Drohnen kommen und ich bin unterwegs, dann sieht es etwas trüb aus. Das hat... Achso, zum Vergammeln, genau. Ich hatte ja hier oben genügend Fleisch. So, wie macht man das? Ach, das hauen wir mit dazu, in Gottes. So. Munition, die wird... Nö, knapp wird sie jetzt noch nicht, aber... Aber etwas weniger. So. Die Lampen weiß ich nicht, ob ich die brauche. Die habe ich. Gut. So, ich mache jetzt... ja, ich mache die an wieder. Ich mache die an, die Kanonen. Das ist das Beste, denke ich. Lass die Aliens... ja, die lasse ich. Und ja... Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir lassen uns überraschen, wenn wir zurückkommen, wie der Stand ist der Basis. So. Okay, Energie. Nehmen wir die Dinger. Hier ist alles gut. Sauerstoff ist nicht drin. Na sowas, wieso ist da kein Sauerstoff drin? Ich meine, es ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe da nur noch die Flaschen, aber trotzdem. Gut, wir werden hauptsächlich erstmal scouten, wie gesagt. Dass wir hier den Planeten noch ein bisschen ausbeuten. Das denke ich, das macht noch etwas Sinn. Und so. Sagen, wenn ich in die Richtung fliege, ich check die Lage. So. Ja, wir fliegen einfach los und gut ist. Also mal schauen. So viel kann man jetzt nicht falsch machen, denke ich. Ach, da ist die Barriere. Da schauen wir mal, was auf der anderen Seite ist. Ich hoffe nur Gutes.
Ja, nichts weiter, nichts Besonderes. Doch, da hinten ist was. Da hinten ist was. Da fliegen wir halt mal hin. Das sieht doch aus wie irgendein Gebilde. So, jetzt könnte man eigentlich nochmal probieren. Ist das da oben Radar oder ist das ein Geschütz? Da unten ist eine Drohne. Ich vermute mal, das ist ein Radar. Ein Geschütz, kein Radar. Oh, da sind mehrere. Gut. Na, kommt's nicht hoch, hä? Plasmadrohne. So, da haben wir's doch befriedet. Vielleicht ist da hinten noch eine. Doch, ich sehe eine. Also ein Geschütz meine ich, nicht eine. Eine Kanone, doch. Gott. Supi. Supi. Die Railgun. So. Lass mal jetzt, wie gesagt, wir wollten ja eigentlich was anderes machen. Gescoutet ist es, insofern ist das alles okay, stört nicht weiter. So, das sind die Drohnen, da halten wir uns mal ein bisschen noch mehr rechts. So, runden den Planeten. In Schlangenlinie, was ist hier unter mir? Plasmadrohnen, ah, noch mehr Plasmadrohnen. Okay. Noch eine Plasmadrohne. Gibt es hier irgendein Erzlager vielleicht? Oder lungern die hier einfach nur so rum? Hm. Da ist wieder was. Das gleiche wahrscheinlich, hä? Sieht so aus irgendwie. Oder? Okay, da haben wir wieder die Geschütze. Mal sehen, ob man die... Jawohl. Ah, dahinter geht's ja weiter. Da hinten ist noch eine Basis. Na, dann fliegen wir halt mal hin. Was war das? Kobaltlager. Ah ja. Wollten wir das? Egal, wir schauen uns das gleich mal an. Mal sehen, ob ich dahinter komme. Ja. Sehr gut. Tja. Keine Chance gegen mich. Keine. Keine Chance. Ach so, das ist genau daneben. Okay, na da ist das klar. Das bringt mir jetzt nichts. Ich will ja irgendwo fix runter. Da ist noch ein Geschütz. Das doch wirklich geschossen. Was machen die hier unten? Die ziehen ihre Kreise. In Rudel, ne? Jetzt schon. Cool. Die Dinger. So, okay. Dann, das war das Vehikelport. Ja, die werde ich mal, die können wir mal nochmal hops nehmen, denke ich. Das ist dann wahrscheinlich hier die Drohnenbasis. Ich gehe mal noch ein bisschen höher, nicht, dass die Drohne hinter mir auf die Idee kommt, mich zu beschießen. Das wäre nicht nett. Oder was ist das? So, mal schauen. Was war das jetzt? Xenoradar? Habe ich irgendwas übersehen? Oder ist es das vor mir? Das ist das vor mir. Das ist ein Xenoradar. Okay. Na gut, dann machen wir uns trotzdem mal ein bisschen ran. Wie sieht's aus? In einer Stunde geht's unter. Okay, da ist ein Geschütz, oder?
Ja. Und da blinkt's auch. Geh mal weg, Drohne. Ja. Okay, haben wir noch eins? Haben wir noch eins? Nö, hatten die bloß zwei, ja? Fliegen wir ran und schauen mal. Sieht so aus. Sieht so aus. Lungern zwar Patronen rum, aber Geschütze sind eigentlich keine mehr da. Gut. Gut, also wir haben jetzt... was ist das da unten? Stein. Nur Stein. Das ist Lava, ja, oder irgendwas anderes. Ja? Ach, ich fliege jetzt in die Dunkelheit. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das passt mir eigentlich gar nicht. In die Dunkelheit. Da ist die Drohnenbasis. Aha. Naja, gut. So, ich hatte gesagt, das Silizium wollte ich eigentlich finden. Ich glaube, das war auch etwas knapp. Silizium. Das haben wir natürlich noch nicht gefunden. Ja, mal schauen. Wir fliegen einfach noch ein bisschen weiter. Wir machen heute einfach mal eine kleine Runde hier. 4 Minuten noch. Gut, da muss ich dann mal schauen. Ach, auf diesen Flächen, da gibt es dann diese blauen Kristalle zum Wurben wahrscheinlich hier. Weil sonst gibt es die ja nirgendwo nur auf den blauen, auf den dunklen Flächen. Okay. Brauche ich jetzt aber, glaube ich, nicht. Habe ich noch genügend oben. Und das nächste Mal ist eigentlich nur dran, dass wir noch zu diesen... Ach so, muss bitte doch weiter. Hier ist schon wieder die Kuppel. Schon wieder Kobalt. Also alles finden wir. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Kobalt, oder? Ich setze das mal hin hier. Ich nehme einen Kobalt. Wie viel habe ich jetzt mit? Ich habe 3 Stück mit. Genau, da machen wir 1 Kobalt und 2 Silizium, wenn wir die finden sollten. Und dann ist gut. So machen wir das. Machen wir im Moment auch noch genug. Hier unten machen wir noch die Hydro rein. Ja, ich habe die Flaschen alle verbraucht, sonst hätte ich nämlich das mal probiert mit diesen anderen Zellen, mit diesen neuen Zellen. Aber die Flaschen, das wusste ich ja damals noch nicht. So, hier sieht alles gut aus, alles leer. Nichts zu... Was ist denn das? Ach so, das sind die hier wieder. Hm, okay, was mache ich denn jetzt? Gut, das ist ja gleich hier vorne eigentlich. Ah ja, die sind hier. Gut, da können die bleiben von mir aus. Wenn ich hier bleibe, bleiben die wahrscheinlich auch dort. Was ist das? Auch nur so ein Ding. Aha. Anführer, da gibt es einen Anführer. Wüstenwurm-Anführer. Und was sind dann die anderen Dinge? Wie heißen die? Wüstenwurm-Anführer und das ist auch ein Anführer. Das ist nur ein Wüstenwurm. Aha. Da gibt es Anführer, wusste ich noch gar nicht. Das ist neu. Und das ist Overseer. Gut, okay. Ein Anführer, da haben die einen Anführer, ja. Cool. Hat sie überhaupt einen Schaden abgekriegt? Nö, es geht. Gut. So, dann bohren wir ein bisschen und dann stellen wir dort die erste Gerätschaft hin. Ich hoffe, die bleiben dort. Ja, sieht so aus. So, ich bin jetzt wahrscheinlich auch außer Sicht. Dann müsste das ja klappen.
dass die nicht zu mir kommen. Da ist es. Gut. Also, eins hinten. Oh, ich habe was gehört. Ich gehe mal lieber wieder raus. Gut, wo sind die hin? Oh, da kommt was. Da kommt eine Drohne. Da hinten ist was. Da hinten ist was. Gut, an sich waren die ja friedlich, die anderen Würmer. Okay, na dann schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Was ist das? Nix. Schnell wieder rein. Schnell wieder rein. Gut, okay. Da haben wir das erste gesetzt. Und da würde ich sagen, fliegen wir einfach mal hier so in die Richtung weiter. Silizium wäre cool. Vielleicht finden wir es ja doch noch heute. Da gehen die Monde auf. Zwei Stück, hä? Oder sind die Planeten wahrscheinlich? Ah, Sonne kommt, sehr schön. So, wo sind wir denn jetzt? Wir fliegen jetzt so ein bisschen... Ach, hier unten ist schon wieder unser... Da sind wir einmal rum. Na gut, und hier oben ist die Thronbasis. Ich fliege mal vielleicht hier so im Bogen und irgendwie wieder zurück. Wahrscheinlich muss ich mehr auf die andere Seite des Planeten. Eine Drohne. Da vor mir ist auch eine Drohne. Aha. Da haben wir es doch. Genau, da haben wir es. Das heißt, die Drohnen sind hier. Naja, ich nehme dich gleich weg. Okay, da haben wir es doch gefunden. Sehr schön. So, wo bist du? Warte, 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 warte. So, ach, die will gar nicht. Oder kommt sie? Nee, die kommt nicht. Na gut, bin ich jetzt nicht so böse. Also ich muss jetzt nicht sein. Ich meine, klar. So. Gut, dann schauen wir danach. Ach, da haben wir es schon. So, eins legen wir hier hin und dann bohren wir uns rein und gucken immer ein bisschen aufs Radar, nicht, dass hier doch jemand wieder uns überrascht. Ja, wenn man zu nah ist irgendwie, dann bohrt er nicht schräg, sondern der bohrt nach unten. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte schräg bohren. Da ist, glaube ich, schon Silizium, ne? Sieht so aus, oder? Probieren wir mal. Ja, klappt. Gut. Okay, da haben wir's. Das sieht immer lustig aus, wie das rausguckt. Da hat sich gar nicht richtig Platz gemacht, ha? Aha, das ist neu. Jetzt schon wieder los. 9 Stunden Tageslicht. Da zieht die Horde. Na, Kumpels? Alles klar. Cool. Wer ist der Boss bei euch? Gut. Ihr mich auch. So, da würde ich sagen, wir haben
fast alles geschafft. Ein Silizium würde ich gerne noch finden, damit ich dann dort die das letzte Gerät reinsetzen kann. Und aber ansonsten sieht es erstmal gut aus. Wir könnten ja das nächste Mal könnten wir ja nochmal so eine Station mal angreifen. So als kleines Schmankerl noch auf diesem Planeten. Ansonsten ist das dann eigentlich erledigt hier. Dann wollten wir noch oben diese Station uns anschauen. Wobei wir ja die ganzen anderen Sachen nun nicht haben. Eigentlich haben wir die auch uns angeschaut, aber wir haben wieder nicht den Haken gekriegt. Aber gut, so ist das jetzt die grüne Barriere. Das heißt ja, ich müsste eigentlich da bleiben, oder? Genau, das habe ich ja, dort bin ich ja, glaube ich, hergekommen. Also so nach rechts. Genau. Naja, dann machen wir erstmal zurück. Und werden uns dann das nächste Mal so hier einfach mal so um die Gebäude kümmern, wo wir jetzt eben waren. Oh, da unten ist schon. Gut. So. Ansonsten ist es halt hier ein bisschen trostlos. Ist halt bloß ein Wüstenplanet, da ist nichts zu tun, nichts groß zu. Was machen die da unten? Die kuscheln, oder? Nö. Nichts groß zu erforschen. Also gut, die Gebäude, ja, aber sonst irgendwie. Buchstaben sind jetzt auch nicht so prickelnd. Na gut, so ist es eben. Und aus. Ach so, was ich wieder vergessen habe, das ist natürlich der Reparaturblock. Ja, den habe ich vergessen. Fürs Schiff, dass ich hier so eine Platte mache, wo ich es reparieren kann, weil wenn doch mal was ist, das stimmt. Ja, da reichen mir wahrscheinlich aber die Rohstoffe nicht. Ah ja, da haben wir auch die ersten Ernteerfolge. Klasse. Gut, der Rest kann noch weiter wachsen. Ich glaube, es reicht jetzt nicht, was ich an Rohstoffen habe von den Drohnen, um so einen Reparaturblock zu bauen, denke ich. Vermutlich. Wir können ja trotzdem nochmal schauen, was fehlt. Ja, es fehlt alles. Quatsch. Fluxspule. Ja, klar. Computer. Alles fehlt. Habe ich alles nicht. Na gut. Wir können aber... habe ich hier Metall? Eisenplatten. Habe ich Eisenplatten? Oder Stahlplatten? Genau. Die tun wir hier drüben hin, weil dann können wir hier nämlich... unsere Konserven bauen. So. Da haben wir es eigentlich fast geschafft. Sieht alles gut aus. Nichts los gewesen, wo wir weg waren. Und hier ist dann zweimal noch. Dann ist das auch erledigt. Ja, also alles ganz geschmeidig und in Ruhe. Und elastisch hier. Gott. Oh, was macht die Drohne? Tja, da warst du ein bisschen zu nah ran, hä? Opfer. Aber ich werde mal hingehen. Nochmal schnell. Weil da gibt es Rohstoffe, hä? Gibt es Rohstoffe? Der Overseer, der ist weg. 200. Gleitflug, naja, fast. 150. Ist die abgehauen schon wieder nach unten? Die ist schon wieder durch die Erde gefallen. Oh, oh. Alter, die ist durch die Erde gefallen. Das ist fresh. Ja, du auch. Noch einer? Nee. Hahaha, siehst du? Hast dich mit mir eingelegt. Nix ist. Jetzt kriege ich dein Fleisch. Ja. Das passiert immer noch. Da bin ich überrascht, dass das immer noch nicht so richtig gefixt ist. Also abgeschossen.
Es war, also ich glaube, das ist ewig her. Da war das permanent passiert, dass sobald die Drohnen auf irgendwelche Hügel, Berge, wie auch immer, fielen, purzelten die durch und weg waren sie. Das scheint jetzt immer noch irgendwie ab und zu passieren. Ja, gut. Okay, schade. Bitte Fleisch. Okay, 4 Stück. So. Gut, aber jetzt machen wir Schluss. Das war wahrscheinlich nur irgendeine verwirrte Drohne. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.